Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch. Mit mir, dem Stevie. So, wir sind weiter gerückt mit unserem Düngerstreuer. Einmal auf Feld 72 und einmal auf Feld 50. Die sind im Gange. Wir mussten ihn hier wieder losschicken, sich auffüllen. Wir könnten eigentlich schon, wie sieht denn jetzt, hier habe ich auf Feld, was ist das hier, 37 meine ich, neben der BGA ist, ich meine das ist 37, bin ich dabei Leinsamen anzupflanzen, ja 37, die Spritze ist hier noch zugange, ja die kommt aber hin. Unkraut zu bekämpfen und wir könnten ja Feld 36, wo wir die Kichererbsen angepflanzt haben, Kalk und Dünger ausbringen. So. Zuerst einmal Kalk. Nehmen wir den 920er hier. Und Dünger sollte ja gar nicht viel weggehen, weil auch dieses Feld haben wir vorher mit Gülle bearbeitet. So, Feld 36, was ich fast wieder vergessen hätte, den zu entsperren. Und wir haben noch einen auf Feld hier stehen. So, entweder machen wir das oder das, wenn du hier schon stehst. Dann können wir das mal bearbeiten. Kein Kurs generieren. So, hier kommt Kleegras drauf. Hier ist immer noch die Kuhle in der Mitte. Müssen wir mal gucken, wie wir die bearbeiten können. So, dann bin ich mal gespannt. Erster Wegpunkt. Passiert das so, wie ich mir das denke? Ja. So, und wenn wir auf die Karte gucken. Was hat Klee? Hat so ein grünliches. Ja, das sehen wir ja sogar jetzt, weil wir Gras hier ausgeschaltet haben. Kleegras. Und was neue Frucht ist hier auch Leinsamen. Dann sind wir eigentlich mit den neuen Früchten erstmal durch. Vermehrungsgras kommt auf der anderen Seite hin. Kichererbsen haben wir bereits. Kleegras machen wir gerade. Mohn, habe gesagt, wurde ja von dem KI schon angepflanzt. Ja, Weißkohl werden wir jetzt, glaube ich, nicht erstmal brauchen. Das würde ich erstmal zurückstellen.
Zwiebeln würde ich sagen, dass wir ein kleines Feld mit Zwiebeln machen. Luzerne haben wir eh schon angepflanzt. Wühlrettich machen wir, Gras brauchen wir auch nicht, Pappeln brauchen wir nicht, Oliventrauben brauchen wir nicht, Baumwolle haben wir, das große Feld 39, Zuckerrohr machen wir nicht. Ja, Zuckerrüben haben wir auch die KI angepflanzt, eigentlich Kartoffeln auch. Dann wären nur noch Sonnenblumen und Hafer. Wobei ich hätte ja gern wieder das Kartoffelfeld am Hof. Ich glaube, das machen wir auch wieder. Vielleicht erst am morgigen Tag. Müssen wir mal auch gucken, wie sieht das denn hier mit dem pH-Wert ist schlecht und Stickstoff kann auch was drauf. Also können wir hier richtig gut Hand anlegen. Oh, dann war das, glaube ich, der Rest an Zuckerrübenschnitzel. Ist auch aus der Dings raus. Auf unserer Auslistung. So. Kommt die noch rein? Komposter braucht Stroh. Könnten wir ja eigentlich auch mit denen liefern lassen. Aber wir sollten hier erstmal den Buttergeschichte hier weg bekommen. Silage und Stroh. Was haben wir an Stroh noch? 600.000. Hier dran, lose Ausgang, Stroh und Komposter. Bitte. Nochmal die Ladung. Weiß jetzt nicht, der wird jetzt wahrscheinlich einmal komplett drehen, weil er von hier, glaube ich, gar nicht drankommt, oder? Ja. Lassen wir den erstmal fahren, sehen wir ja, ob er gleich. Was macht? So, hier sind wir auf Feld, oder noch nicht. Jetzt sind wir auf Feld 36. Einmal kalken, bitte. Wo es einstellen? Und Kalk. Und hier, wenn er was braucht, können wir das ja hier schon einstellen. Fang du erstmal an. Erster Wegpunkt. Ausgang. Mal sehen, wie weit er kommt. Ansonsten wird er sich auffüllen und wieder hier hinfahren. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Aber er ist hier gut dabei. War das jetzt 72 oder 50, 50, das große Feld. 42% erledigt.
könnte eigentlich auskommen. Oh, 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 das wird nix. Ja, du hättest ja einfach nur ein Stück weiterfahren können. Dann wäre nichts passiert. Noch niemals ein Kratzer an deinem Auto. Aber einen Trecker sehen und dann Angst haben und stehen bleiben. Wir gucken erstmal, dass wir so von jeder Frucht, die wir machen wollen, was angepflanzt bekommen und dann gucken wir, welche Felder noch frei sind, was wir da noch draufpacken können. Hier würde ich ja gern wieder Kartoffeln. Ne, wo ist er? Und glaube ich hier besuchen. Du brauchst doch eigentlich nicht viel fahren, also können wir dich doch auch nehmen. Ah, kein Platz mehr für Wolle bei den Schafen. Wir müssen uns auch mal drum kümmern. Wo ist unser Pflanzer für die Kartoffeln? Da steht er. Ein paar Tiere sind auch wieder dazugekommen, aber jetzt nicht viel, so 30 Stück, glaube ich. Einmal nur 10 und einmal 20. Wir können uns aber einmal auffüllen. Ich glaube, der wird sich mehrmals auffüllen müssen. Aber mit Kartoffeln, nicht mit Saatgut. Ist günstiger, habe ich mal gehört. Hier vorbei. Kartoffeln, wie viel haben wir denn hier noch? So, und dann haben wir auch 8000 haben hier Platz. Eigentlich müsste man mal durchzählen, was wir hier an Saatgut brauchen. Kurz löschen, generieren. Nochmal ruhig 3. Und fängst hinten an. Ich hoffe, er hat jetzt mit 6 Meter gerechnet. Lass mal gucken. Ja, sieht so aus. Erster Wegpunkt. Und nicht los. Er fährt immer noch bis am Kalten.
Feld 50. Wie viel haben wir abgeschlossen? Brauchen wir noch 43% und 54 haben wir in. Das sollte sich ausgehen. Und. So, erstmal rausnehmen und dann müssen wir leider zurück. In den Roboter kommen wir nicht an. Oh, der kommt schon entgegen. Dann warte ich hier mal. Der ist so gut wie fertig und den schicken wir gleich mal. Der ist sogar schon fertig. Wo schicken wir den gleich mal hin? Zu 39, habe ich gesagt, ne? Da wollte ich nämlich, ob die Fehlermeldung wiederkommt. Wird sich wahrscheinlich jetzt erstmal auffüllen, aber das so lange haben wir ja noch Zeit, oder? Ja. So, die Mission können wir abschließen. 28.000 wieder dazu. Und hier wird Stroh eingepackt im Komposter. Dann ist das Lager so, ja, nicht so gut wie leer, aber wird weniger. Oh, der hat nur 19% verbraucht. Das ist wenig. Ist dann auch ideal wahrscheinlich oder perfekt, ja. Gedüngt könnt ihr auch noch. Machen wir dann gleich sofort. Können wir nämlich von 39 einfach hier rüber gehen. Ein Sprung. Hopp. So, hier wird nur noch Unkraut. Ansonsten ist ja fast perfekt, würde ich sagen. Wo ist der denn? Ah, hier drüben. Ja. Dann ist dieses Feld auch super bearbeitet. Gucken wir, welchen waren die denn voll? Waren die vielleicht hier voll? Dann können wir doch. Ja, hier scheinen sie voll gewesen zu sein. Wolle hier abholen, fahren mal zum Schafstall 1,
Er ist auf jeden Fall beim Vorgewende hier auffällt. 50. So, er ist vorbei, gut, weil sonst blockieren wir hier nämlich gleich alles. Jetzt können wir hier auch weiter auffüllen. Passt. Milch haben wir immer das Problem. Aber gut, wenn wir mit dem nichts anderes zu tun haben, können wir eigentlich auch Milch fahren, ne? Milch. Immer vom Kuhstall. 1 und mach mal erst die Molkerei voll, wie gehabt. Die 1 sollten wir hier aber wegmachen. Sollten durchgängig schalten. Der ist schon bei Feld, bei den Schafen angekommen. So. Nur wir müssen ja wieder hin. Weiß gar nicht. Zack, zack, zack. Die von hier vorne sind schon mal weg. Können wir die schieben vielleicht? So. Nur ich weiß gar nicht, was wir davon reinbekommen. Was haben wir hier drin jetzt? Wir haben jetzt 60.000. Ich glaube, die bekommen wir gar nicht hier rein, oder? Doch, die 60.000 würden wir reinbekommen. Gut. Dann fahren wir da zur Textilfabrik. Balleneingang. Dann können wir nämlich den wieder hier zurückfahren. Dann haben wir die Gitterboxen gleich wieder hier. Der zieht hier auf Feld 50 seine Kreise. Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. 13 Minuten, sagt er. Und er ist hier beim Vorgewende. Hat auch die Ecken eigentlich super gearbeitet. Nur hier macht er jetzt runde Ecken. Müssen wir uns gleich mal angucken. Ach, du bist gleich auf Dings. Gut, das ist. Da können wir das mit Baumwolle ausprobieren. Und er ist auch gut dabei. Wie ist denn der Huckel hier? Wo war der denn? Wo ist er denn? Auf jeden Fall sieht es so aus, als hier. Da ist er. Doch ein bisschen. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen nacharbeiten. Da hat er ein bisschen. Und wenn da ein bisschen was stehen bleibt, ist jetzt auch nicht schlimm. So, jetzt sehen wir mal, wie er beim Komposter rückwärts ranfährt.
Macht die Autodrive ganz gut. Ja, und Honig taucht jetzt oben bei mir in der Liste nicht auf, weil wir dafür hier noch nicht so viel haben. Im Lager haben wir irgendwie nur 50.000. Noch nicht mehr. Deswegen kriegen wir das als Verkaufsgeschichte nicht angezeigt. Was macht unser Kartoffelsämaschine auf Feld? Ah, zu 50%. Hat aber ja 4 Bahnen, würde ich sagen, hat er geschafft. Ich glaube, das ist der Stroh, richtig? Ja, der Stroh ist fertig mit den 4 Ladungen. Wie sieht's da mit Gras aus? Ist da auch noch Gas drin? Dann können wir das auch rausholen. Lass mal gucken. Wenn nicht, dann lädt er da auch nicht. Der ist auch schon beim Vorgewende. Beim letzten. So, und der sollte bei Feld 39 angekommen sein. Der ist immer noch nicht fertig mit Unkrautspritzen. So, jetzt schauen wir mal. Er wird zwar nicht mehr aber bekomme ich jetzt, ja, schon wieder beim Unkraut. Muss ich gleich mal abfotografieren. So, er ist aber jetzt auch beim letzten Vorgewende, fängt jetzt quasi an, noch einmal rum und dann sollte er auch mit 32% dann auskommen. So, wir müssen einmal händisch drücken. Wie viel ist hier eigentlich schon wieder eingelaufen? Oh, 1,5 Ladung und drüben. Ach, Gülle wird auch langsam weniger. Fast 180.000 Liter Milch. Ja, Gras ist hier noch drin. Dann wird das nämlich auch weniger. Können auch 4 Touren rein. Ja, auf jeden Fall. Können sogar mehr rein. Hackschnitzel sind hier noch drin. Aber nur 80.000. So, und hier einmal, zack, die normalen Paletten gehen ja ratzfatz und die gehen dann gleich wieder zurück zum Schafstall 1.
Mal gucken, ob die auch alle leer sind. Sollten ja, ne? Sonst würde da noch ein Paket drin stehen, auch wenn nur 1 Liter drin sind. So, dann zu den Tieren. Schafstall 1. Dann haben wir den auf jeden Fall schon mal geleert. Dann müssen wir auch die, haben wir ja vorhin schon gesehen, die Rundung sauber arbeiten und mal nacharbeiten. Da sind noch ein paar Bäume, die wir fällen können. Dann ist der Rand auch sauber. Ich glaube, hier bleibt die Ecke auch, da bleibt auch was stehen. Weiß ich Bescheid. Ich werde den gleich umsetzen auf 36, wenn der Kalkstreuer da weg ist. So, aber ich wollte noch mal zu unseren auf Feld 74 schauen. Ich glaube, hier vorne ist auch noch Gras. Da machen wir das auch mal sauber. Und dann gucken wir mal, da in der Mitte, hatten wir ja gesehen, ist ja so eine Vertiefung und die, so, das ist weg. Ob wir die auch ein bisschen kleiner bekommen. Vielleicht nicht ganz weg, aber müssen wir mal schauen. Und dann können wir den aufs andere Feld setzen. So, wir machen mal hier erstmal die Ränder weg. Möglichst klein. Zack. Das kann, oh, da drüben ist auch noch was. Am besten, ich glaube, wir sind quer gefahren. Jetzt machen wir mal so. Ach, guck. Einfacher als ich gedacht hatte. Die Ecken sind auch hier alle rund. Jetzt sauber, also rüber zur nächsten. Hier nochmal rückwärts rum.
Ziehen. Hier sauber ab. Müssen wir gucken, wie sieht denn das andere Gras aus? Das Vermehrungsgras. Da ist auch noch, die Ecke ist auch noch nicht ganz sauber. Lohndienstleistung auffällt 50 abgeschlossen. Gut. Wie weit geht denn das Feld hier? Nehme ich auch noch ein ganzes Stück raus. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt noch einiges an Gras hier wegbekommen haben. Und hier war doch in Ordnung, ne? Weil die Ei. So, jetzt können wir hier mal schauen. Schalte mal aus. Ist das Vermehrungsgras? Ja, müsste sein. Kurs generieren wie gehabt. Sehen wir ja gleich auch eine Farbe. Erster Wegpunkt. Ja, fahren wir ein bisschen. Ja, haben wir getroffen. So, liebe Freunde, das war's auch wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch. Nick Medien Stevie. Ciao, ciao.